So Leute, Servus auf dem Midas Channel und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es mal nicht um ein Motorrad, sondern um einen Reifen. Und zwar habe ich einen neuen Reifen auf meiner KTM 97 Duke. Der Rosso 4, der zuvor drauf war, ist jetzt runtergefahren. Der hat so um die 4.500 Kilometer am Hinterreifen gehalten. Wer wissen will, wie der Diablo Rosso 4 gefahren ist, der muss sich das Video dazu anschauen. Aber heute soll es nicht um den Diablo Rosso 4 gehen, sondern um den Dunlop Road Smart 4. Ja, das ist eigentlich der erste Sporttouring-Reifen, den ich auf dem Motorrad fahre, und ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt endlich mal so eine Art von Reifen testen kann, weil ich bin eigentlich nur immer Sportreifen gefahren, hauptsächlich, bin aber auf Testmotorrädern schon oft so eine Art Reifen gefahren und fand die immer super. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es auf der Straße, wenn man ehrlich ist, keinen Sportreifen mehr braucht. Ob sich das jetzt bestätigt, das werden wir jetzt dann sehen. Ja, ihr könnt mir ja vorab schon mal in die Kommentare schreiben, bevor ich jetzt hier meinen ersten Eindruck abgebe. Habt ihr den Reifen schon mal gefahren? Falls ja, wie seid ihr zufrieden oder was ist denn euer Sporttouring-Favorit aktuell? Würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit dem Aufbau und den Sachen, was Neues am Reifen. Und danach geht's los mit den Fahreindrücken. Viel Spaß! So, und dann starten wir mal mit dem Vorderreifen. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und vorweg sei gleich mal zu Anfang angesagt, dass es den Road Smart 4 nämlich in zwei verschiedenen Varianten gibt, die sich hauptsächlich, so wie ich das verstanden habe, am Vorderrad unterscheiden. Das ist jetzt für leichte Motorräder die SP-Variante. Und es gibt sozusagen noch eine GT-Variante für schwerere Motorräder, die dann eine andere Vorderreifenkonstruktion haben, um mehr Agilität ins Motorrad bringen. Für die leichteren Motorrad ist eher ein bisschen auf Fahrstabilität Wert gelegt worden. So, was einem natürlich zu Beginn sofort auffällt, ist das neue Profildesign, das sie jetzt hier am Vorderrad haben. Ich finde, das schaut auch richtig gut aus. Finde ich, schaut auch viel sportlicher und besser aus wie beim Dreier. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Ist sehr ähnlich zum Sport Smart MK3. Und sie haben natürlich auch einiges verändert am Reifen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar hat der neue Reifen halt eine neue Dynamic Front Formula bekommen. Und dadurch macht man quasi das Einsatzspektrum des Reifens breiter. Und man erhält als Fahrer idealere Kombination aus Handling und Feedback und leichtem Einlenkverhalten. Zusätzlich ist noch quasi sind die Profilrillen ja geändert worden. Die sind jetzt optimiert worden, damit man wenn der Reifen kalt ist, dass man schnellere Aufwärmphase hat, gerade bei kalten Temperaturen. Und anscheinend soll der Abrieb durch die erhöhte Steifigkeit hier von diesen Blöcken hier quasi verringert werden und somit eine höhere Laufleistung erzielt werden. Was mir aufgefallen ist, gerade jetzt im Vergleich zum Vorgänger, wenn man sich jetzt mal anschaut, also man kann den relativ weit auf Kante fahren. Ich bin jetzt ungefähr bis hier, da ist noch so ein Zentimeter Luft. Auf der anderen Seite hier auch ist ungefähr noch so ein Zentimeter Luft. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Profilflanken relativ steil sind. Das haben jetzt gefühlt alle neuen Dunlop-Reifen. Und gerade beim Sportsmart MK3 ist es extrem schwierig, den Vorderreifen hier viel auf der Flanke zu nutzen. Das fällt jetzt hier komischerweise bei dem Reifen leichter, aber wenn man sich das jetzt gerade hier unten anschaut, sieht man, dass er doch relativ steil abfällt. Und ja, das ist jetzt mir aufgefallen. So, und dann sind wir beim Hinterreifen. Ja, und da fällt natürlich das neue Profildesign total auf. Und wenn wir schon beim Profildesign sind, ist auch hier Wert darauf gelegt worden durch die neuen Profildesign, dass man einfach ein höheres Nasslaufverhalten oder Nässe-Eigenschaften verbessert. Das Ganze auch in Bezug auf die Laufleistung, dass die Nässe-Eigenschaften nicht nur am Anfang gut sind, sondern halt über die komplette Laufleistung konstant gehalten werden. Da ist jetzt sehr viel Wert drauf gelegt worden. Wo noch Wert drauf gelegt worden ist, dass quasi eine größere Kontaktfläche am Boden herrscht. Also man hat durch das Profildesign und durch die neue Konstruktion und die Gummimischung probiert, dass man eine höhere Kontaktfläche bei Schräglage hat, im Gegensatz zum Vorgänger. Und jetzt schauen wir uns den Reifen noch mal kurz an. Ja, also zu meinem Erstaunen, also ich habe wirklich alles gegeben auf meiner Hausstrecke, jetzt hier mit der 97er.
Es ist, ich habe wirklich alles probiert und hier sieht man, dass es so ganz leicht bröseln anfängt bis hierher. Und ich bin bis hier gekommen und komischerweise habe ich es nicht geschafft, den Reifen zu 100% auf Kante zu fahren. Also da ist noch so ein minimaler Hauch, was ich echt krass finde, weil mit dem Rosso 4, der davor drauf war, war ich auf alle Fälle immer auf Kante bei der Fahrweise. Also ist auf jeden Fall noch Luft. Aber fand ich jetzt echt erstaunlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Da schäme ich mich ja fast für euch. Auf der anderen Seite sieht man das Gebrösel fast ein bisschen besser. Ist aber wirklich alles im Rahmen und gar kein Grund zur Sorge. Und dann würde ich jetzt sagen, bevor wir hier länger den Reifen analysieren, weil wir sind da eigentlich, haben uns ja grob alles angeschaut, erzähle ich euch jetzt beim Fahren, wie sich der Reifen verhält, weil das ist ja eigentlich das Interessanteste. Ja, und dann ist es soweit und wir schauen uns an, wie sich der RoadSmart 4 so beim Fahren verhält. Und es ist natürlich jetzt, es sind nicht die Optimalbedingungen, das muss man natürlich sagen. Der Teer ist relativ kalt mittlerweile, es ist einer der letzten sonnigsten Oktobertage, die wir glaube ich noch so haben. Die Straßen sind aufgrund von Ernteverhältnissen, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen dreckig. Dann ist man wieder nass dabei. Also es sind wirklich nicht die Optimalbedingungen, um so einen Reifen zu testen. Aber das sollte eigentlich genau das sein, wo sich der RoadSmart 4 ja wohlfühlen sollte. Und genau so ist es. Also es ist wirklich erstaunlich. Das ist mir auf den ersten Metern schon aufgefallen, dass sich der Reifen deutlich wohler bei so, ja, nicht Optimalbedingungen fühlt, wie jetzt irgendein Sportreifen. Also gerade im Kälteren, wenn es jetzt so 10 Grad, 15 Grad hat, fühlt sich der Reifen super gut an. Der wirkt da nicht störrisch oder bockig. Also das hatte ich jetzt immer bei den Sportreifen, merkst du halt so ein bisschen, da fühlen sie sich einfach nicht so wohl. Wenn du die dann so ein bisschen warm gefahren hast, dann geht's. Du merkst halt einfach, dass je wärmer es wird, desto wohler fühlen sich die Reifen. Und das ist hier bei dem RoadSmart 4 überhaupt nicht der Fall. Der Reifen fühlt sich jetzt auch bei den kälteren Bedingungen richtig gut an, wird auch sauschnell warm. Also du hast auch nicht das Gefühl, dass du den jetzt irgendwie lang warm fahren müsstest oder so. Genauso das Einfahrverhalten. Also ich musste den Reifen gefühlt gar nicht einfahren. Ich bin bei uns auf dem Supermarktparkplatz gefahren, bin da zweimal im Kreis gefahren und der Reifen war eingefahren und das hat sich alles total gut angefühlt und hat super schnell funktioniert. Beim Einfahren zum Beispiel hatte ich beim Metzeler M9RR ja übel Probleme. Ich weiß nicht warum. Der Reifen hat ewig gebraucht, bis der eingefahren war. Keine Ahnung, was da das Problem war. Aber der Reifen, gab es da gar keine Probleme. Es ging wirklich erstaunlich schnell. So, und jetzt zu den Fahreigenschaften. Und oft ist es ja so, dass so Sporttouring-Reifen natürlich jetzt nicht dieses Einlenkverhalten und so haben, wie jetzt irgendein Sportreifen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist beim Dunlop relativ nah an dem Niveau jetzt wie beim vergleichbaren Sportreifen. Also der lenkt fast so agil ein wie der MK3 für einen Sporttouring-Reifen. Unglaublich agiles Vorderrad, gerade was das Einlenkverhalten betrifft. Ich glaube, es ist vom Vorderrad, ich bin jetzt den Conti Road Attack 4 noch nicht gefahren, aber mit dem Dreier, den ich ja schon öfter gefahren bin, aktuell die zwei sportlichsten Sporttouring-Reifen, die man sich so kaufen kann. Auch wenn du jetzt in Schräglage gehst und tief runter, der Reifen hat wirklich, macht kein Zeckmeck, wirkt sehr neutral. Das Einzige, was er hat, wenn du wirklich ganz tief unten bist, fährst du wie in so einen kleinen Widerstand rein, würde ich jetzt sagen. Also er zeigt dir quasi, du brauchst dann ein bisschen mehr Widerstand beim Einlenken oder um ihn dann noch weiter runter zu drücken, was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil das signalisiert einem ein bisschen so, hey Spezi, du bist jetzt fast auf Kante. Jetzt gehen wir dann ans Limit und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, der Widerstand kommt wirklich nur, wenn du dann äußerste Rille bist. So zum Grip, also Kältegrip, absolut geil. Natürlich jetzt bei 35 Grad konnte ich jetzt nicht mehr testen, aber ich hatte hier jetzt auf der 97er überhaupt keine Probleme, dass der Reifen irgendwie zu wenig Grip hätte oder sonst irgendwas. Also das, was er aufgebaut hat an Grip, war richtig geil. Ich hatte nicht einmal irgendwie Probleme jetzt aus der Kurve raus, dass da die Traktionskontrolle geleuchtet hätte oder dass der Reifen rutscht oder sonst irgendwas. Und du kannst da echt oberkrass am Kabel ziehen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie viel Grip diese Reifen mittlerweile bieten.
Eine Eigenheit, die mir jetzt noch aufgefallen ist, dass man manchmal, ich weiß nicht warum, ich habe jetzt noch nicht ganz so rausgefunden, welche Kurven das sind. Also in Spitzkehren tritt es auf jeden Fall nicht auf, dieses Problem. Es ist eher so, wenn du ein bisschen langgezogenere Kurven hast, die du relativ schnell fährst, also so mit Tempo über 100, musst du manchmal aus der Kurve so ein bisschen rauslenken, weil wenn du aus der Kurve Gas gibst, dann ist es oft so, dass sich die Reifen aufstellen. Das hat der Road Smart 4 jetzt nicht so, was ich eigentlich nicht ganz so gern mag, aber das tritt nur bei extrem hohen Geschwindigkeiten auf und nur in einem ganz minimalen Bereich. Also das extrem hatte das der Power RS, wie er damals hieß, von Michelin, der hat das ja extrem gehabt. Da hast du ja aus jeder Kurve den Reifen rauslenken müssen. Das hat der Dunlop hier ganz leicht, nur an manchen Stellen. Und mich stört das überhaupt nicht, weil ich bin jetzt dahinter gekommen, wann er das hat. Und man musste nur einen minimalen Lenkimpuls geben. Und es ist jetzt nicht so, dass einem das irgendwie unglaublich stresst oder irgendwie fertig macht. Das ist wirklich nur so eine kleine Eigenheit, die er manchmal hat, was ich persönlich jetzt aber nicht tragisch finde, weil es einem bei 90% der ganze Fahrerei einfach überhaupt nicht stört und überhaupt nicht auffällt. Was noch so ein bisschen eine Eigenheit ist, aber keine Eigenheit, das haben sie leider alle. Und zwar ist halt im Gegensatz zu einem Sportreifen jetzt, geht einem so diese letzte Transparenz ab. Also du hast ein richtig gutes Gefühl über das Vorderrad, aber so diese letzte Transparenz, die jetzt zum Beispiel einen der Rosso 4 im Vorderrad geboten hat, die ist jetzt beim Dunlop nicht so da. Also gerade am Anfang muss man sich so ein bisschen rantasten erstmal und Vertrauen sammeln. Ist jetzt, wenn wir sagen, Rosso hat 100% Gefühl, dann hat der Road Smart 4 liefert einem nur so 85% Gefühl, wenn man jetzt das so auf die Waage legen kann. Und einen Holzreifen würde ich bei Gefühlseinordnung so bei 20 einordnen. Also nur, dass man das ungefähr mal einschätzen kann. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Aber mir ist es halt jetzt aufgefallen, dass das so ganz leicht da ist. So, und was echt noch wirklich erstaunlich ist bei dem Road Smart 4, und das finde ich ist also ganz großer Vorteil oder ein ganz großes Plus, was der Reifen hat. Unglaublich unbeeindruckt von Bitumen, von Fräskanten und von so Teerübergängen. Das ist der Wahnsinn. Das interessiert diesen Reifen einfach überhaupt gar nicht. Also der Road Attack 3 von Conti ist da viel anfälliger dafür, wie jetzt hier zum Beispiel der Dunlop-Reifen. Wenig Aufstellmoment beim Reinbremsen in die Kurve oder in Schräglage, wenn man jetzt bremst. Das ist auch sehr angenehm. Ja, und das war's dann auch schon zum Road Smart 4. Ich würde sagen, wir schauen uns mein Fazit jetzt noch mal kurz außerhalb vom Motorrad an und dann ja, bis gleich. Zum Abschluss noch möchte gesagt sein, also ich bin sehr glücklich, dass ich den Reifen drauf habe. Der erste Eindruck war jetzt äußerst positiv. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ich war ja immer absoluter Fan vom Conti Road Attack 3. Könnte sein, dass der Sport-Touring-Favorit bald nicht mehr der Favorit ist, sondern dass das wirklich der Dunlop wird. Das ist wirklich ein sehr sportlicher, agiler Tourenreifen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand ein bisschen was will, was sportlich ist und länger hält, ist, glaube ich, mit das die Wahl aktuell. Wirklich cool. Ich freue mich jetzt noch auf die nächsten tausende Kilometer auf das 97er mit dem Reifen und bin noch gespannt, wie sich das so entwickelt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben sollt, wie sich das Ganze mit dem Reifen so ja, entwickelt, wie ich zufrieden bin. Dann folgt mir auf Instagram, da werde ich die Sachen immer posten und wenn die finale Laufleistung feststeht, dann werde ich das unter das Video posten oder findet ihr das dann auch auf Instagram. Da gibt es dann genaue Infos und Daten zum Reifen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Servus auf dem Wieders-Channel.